Das FCS-Magazin wird präsentiert vom Autohaus Deckert, Ihrem Partner für Peugeot, Citroën, DS-Automobile und SsangYong im Saarland. Ja, heute zu Gast beim FCS-Magazin Marco Kehl-Gommes. Marco, grüß dich, hallo. Hallo. Ja, du bist eigentlich in Zürich geboren, bist halb Schweizer, halb Spanier. Bist du jetzt eher Spanier oder Schweizer? Beides, also ich besitze beide Pässe. Ja, es gibt Unterschiede. Ich denke, vom Temperament her bin ich eher der Spanier. Und von der Pünktlichkeit, Ordnung eher der Schweizer, so würde ich das mal sagen. Wie ein Schweizer Uhrwerk, ja. So sieht's aus. Ja, komm mal zurück zu deinen Anfängen. Wie kamst du überhaupt zum Fußball? Meine Mutter hat mich dazu mal mit 4 Jahren zu IF Juventus Zürich, hieß der Club dazu mal, geschickt, weil ich immer mit dem Ball irgendwie rumgespielt habe. Und so kam ich eigentlich zum Fußball und dann hat sich das so ergeben, dass ich das auch irgendwann professionell machen will. So hat sich das dann entwickelt, bis ich zum Fußballprofi geworden bin. Ja, du bist in Zürich aufgewachsen, hast dort deine ersten Erfahrungen gemacht in der Jugend bei Juventus und Grasshopper Zürich. Wie kam es dazu, dass du nach Deutschland kamst? Das ist korrekt. Ich habe meine ersten Profi-Einsätze auch in der Schweiz gemacht, in der ersten Liga. Und dann gab es einen kleinen Schnitt in meiner Karriere, wo es auch nicht so lief, wie ich mir das vorgestellt habe. Was war da passiert? Ich wurde dann ausgeliehen zu Lugano. Das war zweite Liga in der Schweiz. Dann kam ich zurück zu Grasshopper Club Zürich und auf einmal wurde mir einfach gesagt, dass ich nicht mehr zu meiner ersten Mannschaft gehöre. Und dann war es für mich klar, dass ich nicht mehr bei meinem Herzensverein, muss man schon mal sagen. Ich war sehr lange da, wurde ich ein bisschen fallen gelassen, aber mittlerweile weiß ich, dass das im Fußball ab und zu normal ist. Und somit musste ich einen Schnitt machen und dann gab es auch Komplikationen mit meinem neuen Verein, eventuell in der Schweiz, und somit hat sich das ergeben mit Deutschland. Ja, wie schlimm ist es generell, wenn du jetzt in Zürich geboren bist, spielst in Zürich Fußball, schöner kann es ja gar nicht sein, ja? Und dann sagt jemand zu dir, pass mal auf, für die erste Mannschaft, das reicht nicht mehr oder wir sehen keine Perspektive für dich da drin. Also, schön war es, weil ich meine Familie um mich hatte, aber in der Schweiz ist nicht alles Friede, Freude, Eierkuchen im Fußball, muss man auch mal sagen. Und deshalb, im Nachhinein bin ich froh, dass ich den Weg so eingeschlagen habe, wie ich den heute auch eingeschlagen habe, weil ansonsten würde ich, glaube ich, in der Schweiz in der zweiten Liga spielen und deshalb, wenn ich das vergleiche jetzt mit der Regionalliga oder dritte Liga, wo ich gespielt habe, sind das Welten in meiner Augen gesehen. Und deshalb, es war sehr schön in Zürich Fußball zu spielen, aber es war nicht immer alles schön. Und wir reden gleich weiter mit Marco, unserem Innenverteidiger vom FCS im FCS-Magazin Teil 2. Das FCS-Magazin wird präsentiert vom Autohaus Deckert, Ihrem Partner für Peugeot, Citroën, DS-Automobile und SsangYong im Saarland. Und wir sind zurück beim FCS-Magazin Teil 2 mit Marco Kehl-Gommes, unserem Innenverteidiger vom FCS. Ja, wir haben jetzt schon über Zürich gesprochen. Mit 22 ging es dann aber schon in den Osten der Republik nach Chemnitz, wo du auch Spiele in der dritten Liga gemacht hast. Wie groß ist der Unterschied zwischen dritter Liga und Regionalliga? Von der Zuschauerzahlen einfach, da merkt man es einfach. Das ist deshalb wohl will ich auch unbedingt mit FC Saarbrücken aufsteigen, wenn man da in vollen Stadien spielt. Dazu mal habe ich in Dresden vor 30.000 gespielt und Magdeburg waren an die 15.000, 16.000 Leute. Und, hier in Saarbrücken habt ihr so im Schnitt? Im Schnitt Heimspiele 3,5 so. Ich weiß es jetzt ehrlich schon gesagt. Schon ein Unterschied nicht zwischen 3,5 ja, und 30.000. Aber bei uns in Saarbrücken ist ja noch gut die Zuschauerzahl. Aber wenn man dann halt in andere Stadien oder andere Plätze Fußball spielen geht, dann fehlt einfach ein bisschen was zum Fußball gehört. Aber deshalb wollen wir auch aus dieser Liga raus. Aber dritte Liga ist schon, aber vom Spielerischen her, also wenn wir jetzt in der dritten Liga spielen würden, würde ich sagen, dass wir niemals absteigen würden, sondern denke ich im Mittelfeld oder vorne sogar attackieren könnten.
Dann ging es für dich nach Elversberg in Regionalliga und zu einem Verein damit, der nicht so viele Fans hat wie Chemnitz oder unser FCS. Wie sehr können Fans denn die Mannschaft bzw. das Spiel dann nochmal beeinflussen? Wie weit treiben die dich nach vorne? Ja, also hier in Saarbrücken ist das Ganze schon ein bisschen größer wie in Elversberg, muss man einfach mal klar sagen. Ist ein bisschen mehr Tradition dabei und die Leute sind auch viel fußballbegeisterter als in Elversberg. Aber ich sage mal so, wir haben es in Elversberg auch 2 Jahre in Folge geschafft. Aber ich finde, das Ganze drumherum ist in Saarbrücken einfach dafür gemacht, aufzusteigen. Und deshalb, die Fans treiben uns im Moment, wenn ich sehe, dass wo wir in Mainz 3-0 gewonnen haben, das war ein Heimspiel für uns. Und so macht es natürlich doppelt Spaß zu gewinnen. Und für mich war es auch ein bisschen überraschend, dass so viele Leute gekommen sind. Aber nach dem Spiel mit den Fans zu feiern, das war schon geil. Ja, nochmal zurück zum FCS. Das Ziel Aufstieg ist klar ausgegeben vom Verein. Wie kommt ihr denn mit dem Druck klar und macht der Druck die ganze Sache etwas schwieriger? Also Druck hat man ja jedes Wochenende eigentlich jetzt, Ja, dafür. weil wir halt große Ziele haben. Aber wenn wir den Kader anschauen, wenn wir die Mittel, die Saarbrücken zur Verfügung hat, sehen, dann ist das Ziel eigentlich normal. Ich bin auch von Elversberg nach Saarbrücken gewechselt, nicht um für Platz 3, 4, 5 zu spielen, weil das bringt nichts im Endeffekt. Ich will hoch in die dritte Liga und deshalb Druck hast du immer im Fußball. Aber ich finde es positiven Druck, weil man spielt um die ersten 2 Plätze und nicht um die unteren 4. Das ist ein anderer Druck, wenn man oben mitspielen darf oder wenn man unten mitspielen muss. Und deshalb Druck hin oder her. Wir sind eine tolle Truppe und somit bin ich auch felsenfest überzeugt, wenn wir das abrufen, was wir zum Beispiel jetzt in Mainz abgerufen haben, dann sind wir nur selber zu schlagen. Und wir reden gleich weiter. Das FCS-Magazin wird präsentiert vom Autohaus Deckert, Ihrem Partner für Peugeot, Citroën, DS-Automobile und SsangYong im Saarland. Und wir sind zurück beim FCS-Magazin Teil 3 mit Marco Kehl-Gommes, unserem Innenverteidiger vom FCS. Ja. Kommen wir vielleicht mal auf so ein paar persönliche Fragen. Du hast gesagt, du bist verheiratet, hast Familie, Sohn, Tochter? Tochter. Tochter, also kein Fußballer oder Nee. vielleicht in der Damenmannschaft nachher vom FCS. Wer kommt mit ins Stadion am Wochenende? Sind alle mit dabei? Sind alle mit an Bord. Auch mit Trikot und Also ich habe jetzt eins von so ein kleines Trikot gibt es leider noch nicht ja. für meine Tochter. Aber wir haben so ein Shirt jetzt mit einem FCS-Logo drauf und das können wir jetzt ihr anziehen. Aber meine Frau und meine Tochter sind bei jedem Heimspiel dabei. Ja, vielleicht vervollständigst du einfach mal die Sätze, die ich dir vorgebe. Dein erstes Tor im Profifußball war? Müsste gegen Mainz 05 DFB-Pokal erste Runde sein. Mit Chemnitz. Ja, also wir reden von der ersten Mannschaft von Mainz 05. Wir reden von der Von der ersten ersten Mannschaft Mannschaft von und Mainz. erzähl. Ja, das war so für mich das erste Highlight-Spiel in Deutschland, muss man mal sagen. Wir haben da erste Runde gegen Mainz 05 gespielt, vor ausverkauftem Haus in Chemnitz. Das war für mich wirklich auch das Ganze drumherum und fast ein Jahrhundertspiel. Es war, glaube ich, 2-0 hinten, dann machen wir innerhalb von 10 Minuten das 2-2, dann 3-2 vorne. Kurz vor Schluss das 3-3 und in der Verlängerung, ja, am Schluss mache ich in der 119. das 5-4. Und in der letzten Aktion haut einer von Mainz aus 45 Meter das Ding zum 5-5 Ausgleich und dann ins Elfmeterschießen. Also unglaubliches Spiel mit einem besseren Ende für Chemnitz dazu mal. Und in so einem Spiel das erste Profitor zu schießen, war schon top, ja. Ja, und wir reden gleich weiter mit Marco Kehl-Gommes, unserem Innenverteidiger vom FCS. Das FCS-Magazin wird präsentiert vom Autohaus Deckert, Ihrem Partner für Peugeot, Citroën, DS-Automobile und SsangYong im Saarland. Wir sind zurück beim vierten Teil vom FCS-Magazin mit
Marco Kehl-Gomez, unserem Innenverteidiger vom FCS. Und wir machen vielleicht noch gerade weiter mal. Du bist Fan von? Real Madrid. Warum? Ja, weil meine Mutter da geboren ist und wir oft in Madrid Urlaub gemacht haben. Und mein Großvater hat mich dann schon auf die Seite Real Madrid und nicht Atletico geschoben. Und deshalb bin ich seit meiner Kindheit Real Madrid-Fan. Wen findest du besser, Messi, Ronaldo? Ronaldo. Der perfekte Fußballer? Ich sag, Ronaldo ist eher ein Trainingsprodukt und Messi hat es halt von Gott bekommen, so eine Fähigkeit zu haben. Ja. Deine erste rote Karte war wo? Ich hatte noch nie eine rote Karte im Profi. Als Innenverteidiger, allein. Unfassbar. Ja. Ja, kann man so sagen, unfassbar. Vielleicht, ich hoffe, die kommt auch nicht so schnell, die rote Karte, weil im Moment, oder ich habe die ganzen Jahre mich eigentlich gut aus der Affäre gezogen, rote Karten zu bekommen. Und bei Gelb war meistens Schluss. Aber ja, aber bis jetzt lief es gut ohne den roten Karten. Was wünschst du den Fans vom FCS? Natürlich jedem Einzelnen, dass wir das Stadion mal fertig machen, ja. Weil ich denke, vielleicht kann jeder mal mit anpacken so ein bisschen. Ja, das ist halt schon ein Thema, wo auch die Fans, denke ich, bewegt. Und ich wünsche einfach jedem einzelnen Fan ein geiles Stadion und natürlich mit der Mannschaft in der dritten Liga mit diesem Stadion spielen zu dürfen. Ja, wir haben mal hier eine Schiedsrichter-Notizkarte. Da haben schon ein paar vor dir getippt. Ich sag dir mal nicht, wer ist. Und vielleicht tippst du einfach mal das Rückspiel Saarbrücken gegen Elversberg. Du bist im Moment am optimistischsten von allen. Ja? Mit 3-0. Ja? Schmidi hat 3-1 getippt. Markus Mann hat 2-0 getippt. Und bisschen ansparen muss man das Ganze. Ja, du siehst ja, dass der Schmidi mit 3-1 so der Verteidigung vielleicht nicht ganz das Vertrauen schenkt über 90 Minuten. Du bist dir hundertprozentig sicher, das klappt mit der Null, hinten die Null steht. Ja. Du bist also ja maßgeblich mit dafür verantwortlich. Ja? Ich denke, wir haben jetzt in den letzten Spielen gezeigt, dass wir, also dafür brauchen wir auch alle, muss ich auch mal klar sagen. Die letzte Reihe kann da nicht immer alles verteidigen, aber die Null muss stehen und nach vorne haben wir so viele Möglichkeiten, da mache ich mir gar keine Sorgen. Okay, dann sage ich mir vielen Dank für deinen Besuch im Studio. Vielen Dank. Und viel Glück fürs nächste Spiel. Vielen Dank. Das FCS-Magazin wird präsentiert vom Autohaus Deckert. Ihrem Partner für Peugeot, Citroën, DS Automobile und SsangYong im Saarland.